Ja, Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zur nächsten Bewertung des Ganzen hier. Und zwar kommen wir jetzt erstmal zu Camera Obscura, bevor ich jetzt das Spiel mache, was ich heute fertig aufgenommen habe. Denn Camera Obscura habe ich voll vergessen zu bewerten, weil das habe ich ja peu à peu abgebrochen. Und zwar, ich werde es wahrscheinlich auch so machen bei Camera Obscura. Ich weiß nicht, ob ich es im Stream spielen werde. Wir gucken einfach mal, wenn ich Bock drauf habe. Aber so richtig Bock habe ich da nicht so drauf. So besonders ist das Spiel nicht. Und für 20 Cent okay, aber für 20 Cent, da scheiße ich auch mal drauf, dass ich es nicht durchgespielt habe. Und naja, ich würde mal sagen, wir fangen dann mal an. Und ich würde sagen, los geht's. Also, Story. Ja, Story ist eher so meh, denn ich mag es absolut nicht, wenn man seine Story sich selber zusammendichten muss. Wenn man da irgendwelche Audiologs hat oder irgendwelche Textdokumente, die du durchlesen musst, und dann musst du da alles selber zusammenklamuseln, weil drei Viertel von dem Zeug habe ich dann bis dahin schon wieder vergessen. Und dann will ich nicht mal nachlesen müssen, damit ich verstehe, ah, das bezieht sich darauf, und dann die Story geht daraus hervor und bla bla bla. Und so viel ich verstanden habe, irgendwas, die Protagonistin hatte anscheinend irgendwie einen Freund oder so. Ich wette, da ist irgendein Unfall passiert oder so. Oder er hat ihr irgendwie eine Aufgabe gestellt, dass sie zu den Turmen soll. Und da geht sie halt jetzt in den Turm rein. So besonders ist die Story jetzt auch nicht. Ich würde da sagen, ich gebe da eher so 5 von 15 Punkten. Charaktere. Ja, Charaktere gab es eigentlich nur einen, nämlich Protagonisten. Und die war erst eigentlich auch nicht so. Ich bin da irgendwie, ich glaube, ich werde da 0 Punkte drauf geben. Also, das heißt 0 Punkte, das heißt, ich werde das außerhalb der Bewertung lassen, denn Charaktere waren jetzt nicht so präsent in dem Spiel. Das ist so eine Sache, die Sachen, die kaum präsent sind, die kannst du ja auch kaum richtig bewerten. Deswegen lasse ich das da lieber raus und mache eine kleinere Bewertung. Mit weniger Punkten. So, Grafik. Grafik. Ja, Grafik ist so ein Ding bei dem Spiel. Es sieht zwar schön aus, aber du hast du nicht Abwechslung, weil du hast nur zwei Teile, soweit ich bisher gesehen habe. Weil du hast ja nur außen vorm Turm halt das Teilset, oder halt wenn du halt halt jetzt in den Zwischengebieten rumläufst, bevor du den nächsten Teile kommst zu den inneren Turm. Und sieht an sich zwar gut aus, ist schöner SNES Flixi Style, aber das Problem ist halt, du hast halt so wenig Abwechslung. Deswegen würde ich im Ganzen auch nur die Hälfte Punkte geben. Entschuldigung, ich hätte mir gern, auch wenn es 1,5 Stunden nur über eine Spielzeit, weil das Spiel geht auch nicht viel länger, das geht vielleicht maximal, würde ich schätzen, 3 Stunden, 2,5 Stunden oder sowas. Also, für 20 Cent okay, aber für den normalen Preis von 5 Euro wären mir das schon zu viele gewesen, zu wenig gewesen, meine ich. Technik. Hat soweit eigentlich alles funktioniert, deswegen war auch ein bisschen ziemlich innovativ. Ich würde sagen, ja, 8 von 10 Punkten. Atmosphäre. Also, es hat mich wie die anderen Stunden schon ziemlich im Bann gezogen, außer der Stelle, wo ich halt nicht mehr weiterkam, dass mir das Spiel ein bisschen vermisst hat, wo der Markus mir helfen wollte, aber da habe ich mir dann gedacht, dann machst du lieber doch was anderes, weil so besonders das Spiel ja jetzt nicht, musst du nicht unbedingt durchspielen. Und ja, ich war früher auch der Meinung, hätten jetzt wieder anfängst, muss es auch beenden, aber da bin ich heutzutage nicht mehr der Meinung, wenn ich mir viele Spiele angucke, die ich auch jetzt schon abgebrochen habe. Digimon World, Jack Kuhn habe ich mal neu angefangen zu probieren, nochmal neu probiert. Das war nichts mehr für mich, weil das Grinden ja übelst Kanone viel zu sehr enthalten. Da musst du ja, wenn du nicht weißt, wie das System funktioniert, musst du ja Grinden müssen gehen, nicht mehr. Also Atmosphäre würde ich ja sagen, bei dem Spiel jetzt 5 von 10 Punkten. Musik, also musiktechnisch ist es eigentlich relativ gut, muss ich sagen. Musiktechnisch, ich glaube, die würden mir sogar im Kopf bleiben, hätte ich das ein bisschen länger gespielt. Die Stücke, da würde ich eher so sagen, ja, 10 von 15 Punkten. Gameplay. Ja, Gameplay ist wahrscheinlich innovativ. Das Problem ist nur, ich glaube, es gibt da nicht sehr viel mehr. Es gibt da noch Plattformen und so, aber du hast halt nur dieses eine Feature, dieses eine diese eine Fähigkeit von der Protagonistin, die
Nachbilder zu erstellen oder wie man das nennen möchte, After Images zu erstellen. Und so richtig ja, abwechslungsreich stelle ich mir das Spiel ja nicht mehr vor. Wenn du, ich meine, das Spiel geht also nur 3 Stunden oder so, aber stell dir vor, du hättest ein Spiel länger als diese Zeit. Das wird dich immer langweilen. Also gameplay-technisch würde ich eher so 9 von 15 Punkten geben, weil es schon innovativ ist, aber wenig Abwechslung bietet. Umfang. Für die, mal gucken, wie viel kostet es denn momentan? Oh, da kommt gerade jemand an. So, da bin ich wieder. Und da. Ich habe erstmal hier. Ich war glaube ich stehen geblieben im Umfang. Ne? Genau. Ich bin jetzt hier, also ich bin jetzt in Steam. Und da kostet das Spiel momentan, weil momentan ist ja noch der Summer Sale. Da habe ich es mir für 24 Cent geholt. Ungefähr 30 Cent rund. 29 Cent. Weil ich mir den Soundtrack noch geholt habe für 5 Cent. Viel war das ja nicht. Und für 30 Cent rund, also oder 25 Cent rund, für 25 Cent ist es noch in Ordnung, der Umfang mit 3 Stunden. Aber für 5 Euro, für 5 Euro finde ich ein bisschen arg wenig. Da würde ich eher so einen Umfang von 6 bis 8 Stunden, also das Doppelte erwarten. Da würde ich so 2,50 Euro eher für so ein Spiel, was 3 Stunden Umfang nur hat, was ist nicht was Besonderes, ist wie der Bad Story oder so, von der Story her, wo der Bad Story jetzt auch nicht so gut war. Ich glaube, da muss ich auch noch eine Bewertung machen, der Bad Story, muss ich auch noch aufnehmen, aber der kommt dann später noch hoch. Ja, also würde ich eher sagen, umfangsmäßig eher 3 von 10 Punkten, weil das ist nicht so besonders gut, der Umfang, von daher. So, dann rechnen wir das Ganze erstmal zusammen. 5 plus 5 plus 8 plus 5 plus 10 plus 9 plus 3 gibt 45 Punkte von 85. Also die, mal gucken, wie viel Prozent das ergibt. Mal 100 durch 85. 52, also 53 Prozent rund. 53 Prozent. Also ist eher ein Durchschnittsspiel, meiner Meinung nach, würde ich sagen. Von daher, ja, werde ich mich darüber machen, die anderen Bewertungen aufzunehmen. Auch von der Bad Story. Und abgesehen auch von den Spielen, die ich jetzt noch so in letzter Zeit aufgenommen habe, gestreamt haben, muss ich auch natürlich die Bewertungen machen, wenn ich dann noch nicht alles gemacht habe. Und dann, ja, sehen wir uns dann das nächste Mal bei den nächsten Spielen und so. Von daher, was habe ich da schon? Ach ne, Build Story habe ich schon gemacht, nicht nur blöd. Habe ich schon gemacht, der Build Story. Okay. Na dann, Leute, bis dann.